Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Frohe Weihnachten. Und Christian Alner. Ebenfalls. Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres bei Online-Geistern. Ich kann noch wünschen ein frohes neues Jahr. Du hast mich mit der Begrüßung gratuliert. Es ist mir ganz spontan eingefallen. Ich habe das nicht geplant. Und als ich gesagt habe, ist mir auch eingefallen, klingt es jetzt doof, wenn du auch frohe Weihnachten sagst. Sagst du was anderes? Aber ich finde dann ebenfalls sehr gut gelöst. Und ich finde, wir hätten dann gar keine Aufmerksamkeit drauf lenken müssen. Aber naja, wir sind auf jeden Fall im verschneiten Halle an der Saale. Auch wirklich in dem verschneiten. Das ist mal ja. regulärer, klassischer Winter in dem Sinne. Endlich ist es mal wieder richtig kalt. Ich hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten. Und beim Ausstrahlungszeitpunkt sind wir jetzt 2 Tage vor Heiligabend. Aufnahme noch eine gute Woche davor. Und haben wir ein Thema? Na, wir machen einfach mal einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick auch aufs nächste Jahr, was hat sich bei uns zum Beispiel ein bisschen getan, dass wir mal so ein bisschen von uns heraus plaudern. Wir haben ja auch beide so ein kleines Cookie-Bake-Off uns mitgemacht. Das sind aber keine Weihnachtskekse. Ich kenne ein Keksrezept. Das sind Weihnachtskekse. Okay. Das sind meine Chocolate-Chip-Cookies für Weihnachten. Bei mir ist auch die Familientradition, dass es Würstchen im Schlafrock gibt und keinen Fischsalat oder was man da so hat oder Kartoffelsalat. Heiligabend ist ja bei jedem irgendwie anders. Ja, das kommt auch einfach da. Meine Eltern, mein Papa hat zum Beispiel immer ganz gerne Heringssalat gegessen. Meine Mama hat es nur für meinen Papa gemacht. Am Wochenende. Und ich habe weder noch gerne gegessen. Deswegen hat man für mich dann als kleines Kind eben Würstchen im Schlafrock einfach mal gemacht. Und für mich ist das halt eben seither, ist es eine Weihnachtstradition für mich. So schöne Kindheitserinnerungen. Bei mir jetzt inzwischen immer geändert. Jetzt am Wochenende war Familienfeier. Zum dritten Advent haben sich meine Mutter und ihre Geschwister und Anhängsel treffen sich alle. Mhm. Und da haben sie sich nochmal unterhalten, was es früher gab, was jetzt wieder Diskussion war, soll es einen Gänsebraten geben nächstes Jahr? Bei uns gab es eigentlich nie Gänsebraten. Und jetzt ist auch der Großteil zwischen auf vegetarische Ernährung umgeschwenkt. Dass sich dieses Jahr die Fleischesser in der Minderheit gewesen sind. Der Tofu-Braten stattdessen. Ja, kann man machen. Kann also ja viel machen. Jetzt bei der Feier gab es einfach vegetarisches Gulasch. Oder halt Pilzragout als Alternative mit schönen Klößen und Rotkraut natürlich, das gehört dazu. Mhm. Das ist ja von Natur aus schon komplett vegan, Klößen und Rotkraut. Und dann halt geguckt, ja, wir früher hatten ja auch Heringssalat, Kartoffelsalat und sowas. Und dann verschiedenste Sachen eben am ersten Feiertag. Ich glaube, in meiner Kindheit gab es am häufigsten ja Kartoffelsalat mit irgendwie Knackwurst und später auch ohne Wurst. Und dann hat meine Mutter standardmäßig Lachs im Blätterteig gemacht. Mhm. Dann eine ganze Weile. Na, ich kann nur bei mir sagen, für mich wird das dieses Weihnachten so das letzte Mal reguläres Weihnachten als Kind von jemandem. Nächstes Weihnachten habe ich ja dann selbst ein Kind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du schon erwähnt? Bislang noch nicht. Also das ist jetzt wirklich so eine kleine Weihnachtsüberraschung. Ich pack das auf Christian Alners Wikipedia-Seite und das hier als Quellenangabe. Ja, wenn ich irgendwann mal die Relevanzkriterien für die Wikipedia erreiche, kann ich das ja mit reinhauen. Ich finde, Online-Geister an sich würde schon Relevanzkriterien erfüllen, oder? Ja, wir wurden auch sogar schon ein, 2 Mal bei der Wikipedia wirklich als eine Quelle angegeben, bei so zum Beispiel Ralf Rute, mit dem hatten wir ja mal Interview damals gehabt, oder als wir uns mit Jodel unterhalten haben, also dem Startup Jodel, das war das nicht sogar dieses Jahr gewesen, wir wollten ja auch so einen kleinen Überblick mal mitmachen. Haben wir eine Folge zu Jodel gemacht? Nee, warte, das muss wir sind inzwischen Jahr bei Folge sein. 79, ich habe keine Ahnung mehr, zu was wir das schon Folgen gemacht haben. Vor allem, weißt haben. Du noch, wir haben es ja 2016 damals, ich sage es ja bis heute immer gerne, an diesem verregneten Februartag in der Mensa getroffen. Ich meine, du hast mit 15 schon angefangen, aber wenn du 16 sagst? Nee, also 2016, wir haben uns Anfang 2016 miteinander getroffen, weil ich gewusst habe, ich werde halt eben demnächst mein Studium beenden, wollte aber mit dir halt gerne Kontakt halten und wusste genau, wenn man halt eben sich nichts verabredet, dann wäre zur Das Phase ist aber garantiert schon mal hier und er gesagt. Ja, auf jeden Fall mal. Und dann haben wir halt eben Mitte 2016 mit den Online-Geistern angefangen und ich weiß noch, wie wir damals rumgewitzelt haben. Ah ja, komm, Folge 100, nee, vergiss es. Und ja, jetzt sind wir fast bei Folge 80. Also sind wir das sind noch 2 Jahre. Ja, ein bisschen unter 2 Jahren und dann haben wir es. Meinst du, mit einem Kind im Haus schaffst du es weiter, einmal im Monat Online-Geister aufzunehmen? Ich werde es rausfinden. Also ich werde nächsten Oktober, November Elternzeit machen. Ja, gut, ich meine, das ist als Selbstständiger schwierig zwar, aber ich möchte es halt einfach auch machen, dass ich auch mal fürs Kind da sein kann, dass ich auch meine Frau natürlich auch einfach entlasten kann bei verschiedenen Sachen. Ich meine, sie hat ja genauso ihr Leben, ihre Karriere. Natürlich. Dass ich dann wirklich einfach mal in der Zeit komplett auch übernehme. Und das ist jetzt natürlich, also ich will jetzt nicht so viel darüber quatschen, weil es sollte eigentlich normal sein. Ich wollte eigentlich nur aber fragen. Aber da werden wir es dann rausfinden, wie das dann mit läuft. Da werde ich vielleicht eher über online zugeschaltet sein, aber schauen wir mal. Ja, können wir machen. Vielleicht sagt das Kind auch mal hallo. Nee, wollte einfach nur fragen, soll ich die Themenjingle abfeuern oder reden einfach weiter und packen Kekse aus?
Ich würde sagen, quatschen wir einfach mal weiter und packen Kekse aus. Okay. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ich hätte nämlich auch Chocolate Chip Cookies, das ist mein Go-To. Mhm. Oh, dann sind viele schon mal kleiner. Aber es kommt nicht auf die Größe an. Ja, und dafür, dunkler sind sie auch. Ja, dafür halt eben auch ganz anders zubereitet natürlich an der Stelle. Also du hast so richtig so, wie man die bei irgendwelchen Läden finden kann, diese großen Fladenartigen. Was auch schön sein kann, sind es die, die ich schon mal gegessen hatte vor Ewigkeiten. Ich mache eigentlich immer nur eine Sorte dieser Kekse, also höchstwahrscheinlich ja. Die sind schön weich und lecker, finde ich. Die waren nicht zu lange drin. Die sind jetzt sehr, sehr braun. Aber die werden halt immer relativ braun. Da ist zum Beispiel auch... Du schaust gerade sehr interessiert nur rein. Nur kauen ist gerade doof für Radio. Ja, wir sollten vielleicht abwechselnd abbeißen. Es ist nicht... es ist mehr karamellisiert irgendwie. Also es war die viel länger im Ofen, habe ich den Eindruck. Es ist immer noch weich. Ich habe immer die Erwartung, wenn... mich so dunkle Kekse angucken, dass die trocken sind und im Mund zerbröseln, aber das ist bei denen gar nicht so. Die sind ein bisschen zäh. Also wirklich, der vordergründig ist gerade so ein Karamell. Noch nicht bitter, das ist es nicht. Aber halt der Zucker an sich ist nicht mehr so da. Es ist hauptsächlich eben das Karamell, dadurch kommt die Süße. Ja, und wahrscheinlich ist es gar nicht Karamell drin, sondern einfach nur sehr lange, relativ lange im Ofen geblieben. Also es ist regulärer Zucker, der dann halt einfach durch das Backen karamellisiert ist, das zum einen. Und zum anderen ist da halt auch, also man kann Honig zwar auch mit reinmachen, aber das ist jetzt Zuckerrübensirup, der halt auch mit drin ist. Das ist dann so eine ein bisschen herbere Süße. Das ist das, was ich quasi schmecke. Ich dachte, Karamellisierung mit der braunen Kruste unten dran und so. Aber dann ist das Zuckerrübensirup. Bei meinem ist halt ganz klassisch brauner Zucker drin. Das ist ja quasi einfach Zucker mit Zuckerrübensirup auch dran ist. Dafür sind die, sag einfach. Also ganz reguläre Kekse, finde ich. Also schöne Cookies. Ich finde es von so ein bisschen, also es zerkrümelt ganz angenehm im Mund. Es ist trotzdem noch, also es ist weich, es ist feucht, es bindet aneinander. Also jetzt nicht trocken oder so. Es zerkrümelt ganz angenehm und eigentlich finde ich so von der Art und Weise, also für mich jetzt vergleichbar, wie ich das halt eben in der Mensa, in welchen Restaurants auch immer, wo es dann solche Cookies gibt. In der Mensa gibt es American Cookies? Ja, auch manchmal. Kommt auf die Mensen immer an. Aber da kenne ich so ein bisschen mit her. Ich bin ja auch bei der Hochschule Anhalt am Standort in Köthen ja auch als Lehrbeauftragter mit tätig. Und da wurde jetzt auch bei den Umbauarbeiten in diesem Jahr endlich, ich habe dieses Jahr überhaupt erst erfahren, wir haben eine Mensa an dem Gebäude. Da kann man sich vorstellen, wie lange die Bauarbeiten gedauert haben. Die sind auch noch nicht fertig, aber die sind jetzt in den Innenräumen zumindest größtenteils fertig. Und da hat jetzt wieder eine Mensa eröffnet, wo ich dann mal wieder gemerkt habe, schon genau so war das Essen gewesen. Und guck mal, was es da noch so gibt. Hier irgendwie keine Fruchtmilch und hat eben auch solche Cookies. Ich fühle mich halt so ein bisschen an die erinnert. Also so ist mal so klassische, aber vollkommen okay. Naja, sollen die in die Richtung gehen. Also ich kenne die hauptsächlich vom Subway, der Burger. Ja, so in die Richtung. Sandwichkette. Ist auch ganz klassisch ein Rezept für American Cookies. Eben. Was ich halt nicht mag, sind die klassischen Weihnachtsplätzchen. Die finde ich immer viel zu trocken und langweilig. Ja, es hat so einen Geschmack, ein bisschen was von Cornflakes, finde ich fast. Echt? Hast du da irgendwie, ich weiß nicht, ob Seite, ist das jetzt Mais oder Zucker oder Butter? Gemacht habe, Butter ist nicht drin, also relativ geschmacksneutrale Margarine tatsächlich als Fett. Das ist auch das. Was ich jetzt neu gemacht habe mit denen, ist, dass ich meinen eigenen Vanillezucker hergestellt habe im Prinzip. Also ich habe ja früher, mich regt der auf. Wenn ich ein bisschen ranten darf, dass es so Backzutaten in Deutschland nur in diesen kleinen Portionstütchen gibt. So ein Tütchen Backpulver für 500 Gramm Mehl. Okay, was ist, wenn ich Backpulver brauche, aber mein Rezept keine 500 Gramm Mehl benutzt, sondern weniger. Die Kekse zum Beispiel haben keine 500 Gramm Mehl und sollen auch gar nicht so stark aufgehen. Deswegen ist so ein halbes Tütchen drin. Und genauso auch mit Vanillezucker, dass es nur diesen kleinen Mini-Tütchen gibt. Ganz selten mal so einen kleinen Behälter, aber hauptsächlich diese Tütchen. Und deswegen dachte ich mir, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich kaufe mir jetzt einfach eine Vanillestange, eine echte Vanillestange im Glas. Das hat meine Mama immer gemacht. Ja, genau. Und mach dann halt einfach Zucker in einen Behälter, halt Vanillestange rein oder andersrum Vanillestange rein, dann Zucker obendrauf. Und hat das dann einfach ein paar Tage stehen lassen. Und das kriegt ein ganz anderes vanilliges Aroma. Also selbst, also Vanillinzucker ist ja eigentlich, hatte nur Vanillearoma drin. Also künstlich, nicht künstlich, aber natürliches Vanille. Was ist Vanillin, wenn naturidentisch? Keine Ahnung. Ich kenne mich da an die Wissenschaft nicht aus. Ich kann gerne empfehlen, also wer mit einer klassischen Vanille, die kommt übrigens größtenteils aus Madagaskar. Also Madagaskar ist quasi das Vanille-Produktionsland schlechthin. Ich bin großer Vanille-Fan, deswegen ist das für mich mal so, ich weiß nicht, die Reise nach Mekka an der Stelle. Muss ich irgendwann mal machen. Aber ich meine, stelle ich mir auch ein interessantes Land vor, einfach erstmal. Aber als Alternative kommt aus der Karibik, glaube ich, eher Tonka-Bohnen. Also die schmecken auch sehr vanillig.
und können halt eben ein sehr schöner Vanilleersatz auch sein. Daneben gibt es noch viele, viele Kunstsachen, aber das gleich mal so für sagen wir mal, ein bisschen mehr ja, Informationen, aber dann würde ich sagen, schwenken wir langsam dann auch mal von Keksen weg. Dr. Oetker Vanillinzucker ist ja so der Klassiker, aber es gibt auch regulären Vanillezucker, wo dann echte Vanille mit reingemischt ist zu kaufen. Aber das ist auch nochmal anders, als wirklich Vanillestange in regulären Kristallzucker für ein paar Tage stehen zu lassen. Das gibt wirklich ein sehr schönes, kräftiges Vanillearoma. Und von dem benutze ich auch mehr, weil Standardzucker, selbst bei steigenden Lebensmittelpreisen, die wir aktuell haben, bekommst du immer noch vergleichsweise hinterhergeschmissen. Richtig ganz normalen, weißen Kristallzucker. Da ist das Kilopaket. So Industriezucker. Ja, ist halt einfach, da kauft man eins und denkt nicht groß drüber nach, selbst in meinem geringen Budget. Und dann die eine Vanillestange, die hält ja ewig, wenn du nichts damit machst. Die kannst du ja, wie oft kannst du die auffüllen und die gibt immer noch Aroma ab. Die ist ja, so intensiv und kräftig. Ja. Da gebe ich einfach mal nicht so ein Tütchen, nicht nur einen Teelöffel, sondern mal wirklich ordentlich mal so 50 Gramm auf so einen Keksteig rein. Und dann habe ich richtig schönen vanilligen Keksteig. Ja, also gegen echte Vanillestangen geht sowieso nichts. In der Natur geht an sich nichts. Aber da kann ich mal noch kurz fragen, ist da Natron auch drin? Nein, das ist einfach Backpulver. Ja gut, da ist ja Natron drin, ein Backpulver. Ja, aber halt gemischt, ja. Ich habe einfach festgestellt, ich schmecke Natron, egal bei was, wenn Natron drin ist, schmecke ich das irgendwie immer raus am Ende. Das ist eine Natriumverbindung drin, ja. Das ist so eine spezielle Kombination irgendwie, die anscheinend bei mir im Sensorischen immer sofort anschlägt. Aber ich finde schon einen Unterschied zwischen, du kannst ja einmal Backpulver kaufen, was ja schon fertig Säuerungsmittel und Backtriebmittel gemischt hat, die dann halt eben erst im Teig zusammen reagieren und aufgehen. Und du kannst halt auch noch reguläres Natron, dieses Kaiser-Natron-Hausmittel machen und reinmischen. Dann musst du noch anderweitig irgendwie Säuerungsmittel zufügen, Zitronensaft, Essig, irgendwas in den Teig, damit das reagiert und aufgeht halt. Und ich finde, zwischen den beiden schmecke ich schon einen Unterschied. Kleiner Tipp übrigens, wer kein Backpulver zu Hause hat, Natron und Stärke ergibt Backpulver. Stärke ganz reguläre? Ja, ganz normale. Musst du nicht noch irgendwie so ein Diphosphat oder so ein Säuerungsmittel mit rein? Ja, du kannst auch noch ein bisschen Essig mit dazugeben. Ja, genau. Also beim Natron im Beipackzettel steht drauf, hier so und so viel Natron plus so und so viel Esslöffel Essig ersetzt ein Backpulver. Falls du es halt nicht da hast. Aber also ich hätte Natron gezielt für... Ist auch zum Reinigen übrigens super toll. Ja, also Oma-Tipps. Natron kann ganz viele tolle Sachen machen. Aber es ist halt eine Chemikalie, die relativ natürlich daherkommt. Die eine letzte Sache dazu noch, wo du sagst, es wäre kein Backpulver, aber Natron. Ich habe Natron nur, weil ich es für bestimmte Rezepte mal gekauft habe. Sonst hat man auch eher Backpulver zu Hause als Natron. Also ich finde Natron. Ich habe eher Natron als Backpulver. Okay. Aber ich verwende es halt auch für ein paar andere Sachen immer mal. Sei es jetzt wirklich zum Putzen, wenn du erstmal Topf beschlagen, so ist irgendwie was Verbranntes, aber ist ein Allzweckmittel. Aber bevor wir jetzt alle Zuschauer verloren haben heute. Es ist die Weihnachtsfolge. Wie viel hören überhaupt zu? Schreibt uns in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Ich mein, hey, vielleicht gefällt es euch auch, wenn wir es mal ein bisschen menschen lassen. Wie an der Stelle ist immer gleich hart zum Business übergeben. Von ganz vielen Leuten, die ich nicht kenne, gibt es zig Podcasts, die sich einfach zusammenhocken und über irgendwas, was ihnen gerade durch den Kopf geht, redet. Dass wir hier ein Thema haben, hebt uns schon mal ab von der Masse was ab Podcasts, wo wir einfach labern. Und wir haben Cookies. Oh ja, die ihr nicht habt. Ich kann das Rezept gerne in die aufschreiben. Irgendwo. Könnten wir wirklich Rezept mal überlegen. In die Shownotes. Wir machen jetzt einen Rezepte Koch-Podcast in die auf. In die Shownotes. Ja, wir machen auch schon wir zu machen viele. Podcast jetzt auch. Okay, aber vielleicht mal für wieder ein bisschen das Fachliche bei uns. Wir können ja nebenher noch ein bisschen schnabulieren. Also ich finde die Kekse auf jeden Fall sehr lecker. Ja. Also diese? Die nehme ich gerne. Also ich will die jetzt nicht so krass kritisieren. Und ich finde, bei dem, wo mir es gerade aufgefallen ist, bei dem Hintergrund Weihnachtsmusik loopt, die wir auch so haben, ist die Pause zu lang, bis es wieder loopt. Das fällt auf. Das stört mich gerade, das ist mir aufgefallen. Nee, die sind anders als meine. Auf jeden Fall. Die sind auch gut. Ich esse die gerne. Aber mir gefallen meine ein bisschen besser. Jetzt ohne jetzt die schlecht zu reden, aber vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, vielleicht, weil ich die einfach kenne. Und weil ich die genau so mache, kennt, wie ich die halt, was man kennt, was man gewohnt ist, na klar. Ich mache die ja schon eine ganze Weile immer leicht anders und weiß inzwischen, wie ich was, welche Zutaten kneten und so weiter muss, damit die mir gut schmecken. Ich denke mir einfach, sind Cookies, Schokolade mit drin, reicht, passt, bin ich zufrieden, bin ich happy mit. Das ist die halbe Sache, das macht die interessanter. Ich glaube, damit kann man mehr darüber sprechen, durch die Karamellisierung und Zuckerrübensirup. Aber dadurch habe ich halt lieber, es ist nicht so komplett keksig für mich. Das finde ich persönlich aber ganz nett. Und das sind übrigens die Original Wise Guys Chocolate Chip Cookies. Die Band Wise Guys hat wirklich mal einen Song namens Chocolate Chip Cookies irgendwann in den 2000ern. Hättest du mir das früher gesagt, hätte ich es rausgesucht für die Sendung.
Und kann man ja noch im Nachgang machen bei Bedarf, aber der hat wirklich so einen Song geschrieben, wo die dann exakt das Rezept präsentieren. Ich meine, wir können ja vielleicht wirklich noch in einer der Pausen das mal schnell recherchieren. Das müsste sie gerade ja auch bei YouTube oder sowas finden zum Download. Und dann, dann muss ich nichts in die Shownotes hochladen und hab das als Song. Okay, dann soll ich vielleicht auch mal ein Lied von denen aus. Da sind Sachen drin, über die wir auch gleich nochmal sprechen wollen. Und im neuen Jahr mache ich dann Hash Brownies und spiele von Tool das Lied mit dem Rezept über, für Hash Brownies. Sofern es dann legalisiert wird. So, wann wird es legal? Stimmt, das ist es ja noch nicht, vergesse ich ständig. In den Kreisen, wo ich mich. Naja, egal. Wenn du in den Niederlanden bist, dann ist es ja wiederum okay. Aber bevor das jetzt ein ganz anderer Bereich abdriftet, wir wollten mal so einen kleinen, kleine Zusammenfassung machen, was wir in diesem Jahr so an Themen hatten und was halt eben im nächsten Jahr auch mitkommen wird, beziehungsweise wo der Trend so generell mit hingeht. Einfach so zum Jahresausgang mal so einen kleinen Überblick wagen und so ein paar Mutmaßungen. Folge 6, nein, andersrum, 68, war die erste Folge dieses Jahr. Wir sind so mittendrin in der Erzählung. Das ist nicht keine glatte Sache. Wir laufen einfach fripp seit Jahren. Ja, wir haben auch mitten im Jahr angefangen. Ja, das war der Überblick über Social Media 2022. Gefühlt hat sich nicht groß was getan zum Jahr davor. So relativ. Also das würde ich beim Ausblick mal ein bisschen mit sagen wollen. Aber ich finde, es gibt schon so ein paar Sachen. Also, ich meine, wir hatten ja in der nächsten Folge 69 dann Reddit besprochen. Und das ist endlich schon mal. Das ist so ein Logestein aus meiner Sicht. Und dass wir da wirklich 69 Monate drauf gewartet haben, darüber mal zu reden. Ich habe darauf gewartet, dass du das machst. Aber ich fand, das war noch ein schön neutrales Thema an der Stelle. Also zum einen, warum interessant, über Reddit gesprochen zu haben. Das nimmt da jetzt auch gerade wieder mehr zu, seitdem ja Twitter durch Elon Musk übernommen wurde. Ja. Es gibt auch so einen leichten Exodus von Leuten. Mir, also, können wir später nochmal drüber sprechen, weil Ende des Jahres kommt, aber mir ist Reddit dafür zu vielseitig, unübersichtlich. Ich mag das, wenn ich bestimmten Dingen folge und das in einer Reihe habe, wie Twitter das hatte, inzwischen immer noch hat. Und Mastodon ist eigentlich auch hinbekommt. Das ist halt die Frage, wie sich es entwickelt. Genau, und Reddit ist halt wirklich die einzelnen Bereiche und hat für mich eher so einen Forum-Charakter als hier ist Timeline mit spannenden Sachen-Ding. Ich finde sowieso spannend, Reddit ist ja mehr oder weniger ein klassisches Internetforum, dass sich das wirklich bis heute auch so gehalten hat und jetzt aber eben trotzdem als Social Media zählt. Ich meine, das passt. Ich habe bei meinen Seminaren, die ich dann immer, sei es Schriftarchitekt, der Seminar, wer, wo auch immer, wenn ich der halt eben halte, dann habe ich auch mal bei den Einteilungen, bei den Kategorisierungen von Social Media auch so Kollektivprojekt, wo ja Internetforen auch mit reinziehen, wo mich manchmal Leute ein bisschen komisch anschauen, wie jetzt Internetforum. Dann kann man eigentlich auf Reddit verweisen. Es ist eigentlich ein Internetforum, was aber so einen Social Media Charakter noch stärker bekommen hat von der Sichtweise. Ja, also, ich überlege gerade, also ich bin noch in einem klassischen Forum aktiv, das von den Rocket Beans. Die konnte auch schon was eine eigene Folge machen oder generell über Internetfernsehsender oder Gruppierungen, die im Internet regelmäßig verschiedene Formate senden. Wo ja, glaube ich, aus meiner Sicht Rocket Beans die bekannten deutschen Vertreter sind. Die haben ja auch ein Forum für ihre Fans. Und ja, jetzt hat gerade irgendwie der Loop gestoppt und ist mir sofort aufgefallen, wollte ich solche Doodle ausstellen, weil sonst muss ich alle zwei Minuten merke ich, dass der Loop aussetzt. Wir können doch einfach weiter quatschen oder ich suche nach einer anderen Hintergrundmusik, wenn dir das mehr zusagt. Da hat es wieder angefangen. Ja. Du man kann es auch überbetonen an der Stelle. Vielleicht fällt es auch sonst gar nicht groß auf. Ich habe halt gestockt und dann wollte ich das Stocken. Atmosphäre im Hintergrund. Ja, jetzt in die Weihnachtsfolge Atmosphäre. Aber bin ich halt noch im Fernforum und das fühlt sich schon anders an als Reddit. Reddit ist so sein eigenes Ding, habe ich das Gefühl. Ja, manchmal. Das ist ja, ich denke schon so aus dem klassischen Forum mit entstanden, so von diesem Konzept her, aber hat dann schon so ist in eine andere Richtung fortentwickelt. Ich meine, wenn du dir Tumblr, da haben wir auch mal eine Folge gemacht, anschaust, das war ja auch eigentlich erstmal so ein klassischer Mikroblog-Anbieter, aber ist ja dann auch irgendwie so sein eigenes Ding geworden. Ja. Also geht ja auch eine Timeline. Richtung. Ich müsste euch Tumblr wieder angucken, aber die wenigsten Leute, denen ich folge, weil sie interessante Sachen sagen, sind auf Tumblr vertreten. Wobei Tumblr, das hatten wir ja auch gesagt, ich glaube in ein paar News-Sektionen, das ist ja vom WordPress.com-Anbieter Automattic übernommen worden. Und die haben halt auch immer mal wieder bei Tumblr so ein paar Sachen aktualisiert. Ich war auch vor ein paar Monaten mal wieder da gewesen. Ich habe aber ja generell sehr wenig Zeit gerade für irgendwas. Aber habe da auch gemerkt, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und es hat ja auch so eine leichte Renaissance. Also vielleicht können wir mal wieder dann vielleicht sogar mal eine Folge, weiß nicht wann auch immer, machen zu Tumblr. Wenn sich mal wieder etwas entwickelt. Momentan fliegt es da wirklich sehr, sehr unter dem Radar. Das ist ja seit diesem Pornoband 2018 ziemlich abgestürzt, was die Popularität angeht. Was schade ist, weil Tumblr war viel mehr als das.
Tumblr war, also war, was Social Media was in der Richtung angeht, deutlich offener als viele andere. Ich glaube, Twitter hat es noch ähnlich. Na, die haben von Tumblr dann profitiert, weil viele dann zu Twitter rübergewechselt sind. Aber Twitter hatte vorher schon entsprechende Richtlinien, dass es da auch freizügig hergehen durfte. Aber Tumblr war halt so die Anlaufstelle für entsprechende Inhalte. Ja, aber gerne mal einfach bei uns auf der Webseite schauen, onlinegasse.com, Tumblr haben eine Folge gemacht, Reddit war es die 69 gewesen. Und das war auch so ein bisschen das Ende der Unschuld. Ja, in der Unschuld endet geht es in den Krieg, weil Folge 70 war der Cyberkrieg. Genau. Der ist mir nicht mehr so ungerecht geblieben, aber da war ein Hackerangriff auf ein Krankenhaus mal besprochen. Beispielsweise. Irgendwelche Windkraftanlagen. Genau, das war im Zuge, also das ist jetzt alles halt so startend mit dem 24. Februar, also der Invasion in der Ukraine. Ja, genau. Und da haben wir uns da halt eben in der März-Folge dann, weil, also die Februar-Folge, Reddit lief halt am 24.2., da hätten wir schlecht was schon zur Kriegssituation machen können. Was für ein Jahr, ne? Was dieses Jahr alles passiert ist. Aber da haben wir dann halt eben in der Folge darauf das Thema dann in den Fokus mitgenommen. Das ist klar, es ist kein einfaches Thema, deswegen haben wir uns halt eben auch gesagt, komm, Folge 70 machen wir Cyberkrieg, Folge 71 machen wir Social Media in China, wenn wir schon dabei sind. Wir machen es uns auch nicht leicht, ne? Ja, aber ich fand generell also die 70 war, ich glaube, es war eine gute Folge gewesen, so mal auf so ein Thema einzugehen, was ja auch, es ist ja schon ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Ich persönlich, mein privates Highlight war eigentlich schon die Folge 71 mit Social Media in China, weil wir da einmal auf die Volksrepublik nach China, auch auf die Republik China, genannt Taiwan, damit eingegangen sind. Was ja sowieso schon ein bisschen schwieriges Thema insgesamt ist, weil Stichwort Taiwan-Krise, Taiwan-Konflikt. Aber einfach so diese, ich sag mal, Parallelwelt, die man da halt eben sieht und auch diese Unterschiede. Es ist ja ähnlich wie Ost-West-Deutschland, Nord-Süd-Korea. Es ist ja eigentlich auch mehr oder weniger eine gleiche Kultur, die dann aber halt einfach staatlich getrennt war und wie sich das halt alles entwickelt hat. Fand ich persönlich einfach total spannend, da mal einen Blick einfach drauf zu werfen, auf die Dinger. Ich weiß, die kriegst du nicht um. Ja, ich muss aufpassen. So. Du musst ja nicht alle machen, ich habe heute Abend noch Theatergruppe, da geht der Rest weg. Glaube ich auf jeden Fall, aber finde ich lecker. Ja, danke. Kannst auch meine gerne alle machen, wenn du möchtest. Ich hätte jetzt gerade ein bisschen mehr. Die will ich alle schaffen. Genau, Content-Marketing hatten wir da, was nicht so in Richtung Storytelling auch, also über das Guinness-Buch gesprochen. Dass also was zum Content-Marketing an sich neben, ist und wo der Mehrwert liegt. Wir wollten, also das Guinness-Brauerei gesagt, hier, die Leute müssen mehr Bier trinken, wann trinkt man Bier, wenn man über Dinge quatscht, wie quatschen Leute über Dinge, Weltrekorde. Guinness World Record Book und dass viele Content-Marketing eben so betreiben, hier verkaufe ich dir was, damit du was hast, um eine andere Sache auch zu konsumieren. Ja, auch etwas, was eigentlich, also es ist ein alter Wein in neuen Schläuchen. Content Marketing gibt es ja wirklich schon ewig. Da hat man ja auch das Beispiel Michelin, also den Michelin-Sternen, die ja auch dazu dienen sollten, dass halt eben die Leute mehr fahren in so entlegene Gegenden, wo halt tolle Restaurants sind, deswegen die Reifen ja mehr abnutzen, dass Michelin mehr Reifen verkauft. Und heute ist das Nonplusultra, was Restaurantbewertung angeht. Also überhaupt einen Michelin-Stern zu bekommen, da bist du schon eine richtig gute Küche eigentlich. Ja, wir haben in Sachsen-Anhalt, wo wir ja unseren Sitz haben, ich glaube, wir haben 2-Sterne-Restaurants. Ich glaube, die gehören sogar demselben Koch, aber es gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland kein 3-Sterne-Restaurant, oder? Keine Ahnung, aber ich glaube, für einen Stern musst du schon sonst was für Aufwand betreiben. Also gibt es auch manche, die haben wirklich ihren Stern ablaufen lassen, Köche, die dann sagen, ich will mir den Stress nicht antun. Aber das waren so Beispiele, so historische Beispiele. Früher gab es ja auch schon Content-Marketing, es hieß einfach nur anders. Und mit dem Internet ist es ja auch einfach wieder aufgekommen, beziehungsweise relevant geworden. Genau, aber eigentlich schon ein ganz, ganz altes Konzept. Da haben wir einfach nur mal einen Blick drauf geworfen und sind dann in unserer, nach der Mai, in der Juni-Folge, dann ja in die Zukunft gegangen, das Metaverse. Die sollen bald Füße bekommen, Metaverse, habe ich gelesen letztens. Weil ja die Figuren im Metaverse noch keine Beine haben. Das ist ein Abgehör, was demnächst kommt. Na, es gab, weil die EU hat irgendwie so eine Besprechung abgehalten im Metaverse, wo niemand aufgetaucht ist. Das sollte irgendwie eine Party oder sowas geben, da waren 6 Leute. Aber es sind die ersten Anfänge. Ich meine, das ist wie Anfang der 90er, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Okay. Das ist so, gibt ein paar Nerds, die da unterwegs sind. Und ich glaube, es gibt in vielleicht 10, weltweit, 20 Jahren wird's interessant. Es gibt weltweit einen Markt für vielleicht 100 PCs. Ja, und weltweit vielleicht den Bedarf an 3 Metaverses. Ja. Mal schauen. Aber das Status-Update war natürlich relevanter, weil das Status immer wichtig ist. Und da gab es ja auch ein erstes großes Audit von der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen, ich fand es einfach mal wichtig, deswegen so ein bisschen in den Sommer reingehauen. Dann haben wir auch endlich, wir haben ja nur 75 Folgen gebraucht, um uns mal mit Xing und LinkedIn als Social-Media-Plattform auseinanderzusetzen. Die ja beide von dem, was sie machen wollen, relativ ähnlich sind. Aber dann natürlich Unterschiede bieten, die wir dann besprochen haben in der Folge. Ich nutze beide überhaupt nicht. Ich nutze beide durchaus. Also
LinkedIn, ich habe auch gemerkt, also mit dem, ich will nicht sagen Ende von Twitter, aber halt eben in dieser Musk-Übernahme und ich sag mal Unzufriedenheiten bei der Nutzerschaft. Ein paar wollen Richtung Reddit gehen, andere wollen Richtung LinkedIn gehen, so die Business-Schiene, die ist bei Twitter unzufrieden, sagt, dann gehe ich halt zu LinkedIn rüber. Andere sagen, mache ich mal einen Discord-Server auf, also es zerfasert auch interessanterweise ziemlich, was ich so ein bisschen mitbekomme. Und natürlich Mastodon als so eine offene Twitter-Alternative, aber auch mit Xing, LinkedIn. Aber da geht halt eben aktuell recht viel in Richtung Xing, Richtung LinkedIn. Das ist populär geworden und Xing haben wir ja auch schon mal in einer Folge mit besprochen, dass Xing jetzt gesagt hat, die möchten zum März 2023 ihre Gruppen und ihre Events abschalten, also wirklich die Funktionen abstellen. Ah. Wo ich echt nicht weiß mit dieser ganzen Twitter-Situation, ob sich da Xing gefallen tut, wenn man solche Features abstellt, aber ist halt deren Entscheidung. Ich meine, dafür ist es ein eigenständiges Unternehmen, dafür ist es ein Wirtschaftsunternehmen, die können das für sich entscheiden natürlich. Wo es ganz stressig wird, wenn da Features abgeschaltet werden, sind bei Collaboration Tools, weil die ja oft so eingearbeitet sind in den Arbeitsablauf von diversen Unternehmen, je nachdem welche genutzt werden, dass wenn da jetzt verschiedene Anbieter sagen, oh schalten wir ab, das wäre schlecht für mehrere Unternehmen. Ja, wenn zum Beispiel Microsoft so morgen sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meine Office-Produkte, sieht alles scheiße aus, erwischt mit Word arbeiten. Teams benutzt doch sowieso niemand. Ja, das war nur so ein Hype. Klar, dann gibt es natürlich viele, die haben da ein Problem. Ich meine, gerade die deutsche Bürokratie, die macht sich ja eh zur, gefühlt die Hälfte aller deutschen Ämter, Behörden und Unternehmen ist ja von Microsoft abhängig. Also wir müssen gar nicht einen Krieg gegen die USA führen, die haben den eh schon gewonnen, wenn es um Infrastruktur geht. Aber bei der Collaboration Tools Folge 76, das war die Barcamp-Session, die haben wir dort live aufgezeichnet. Also auch mit Livestream und allem drum und dran mal durch wieder. Den Regen zum Hauptbahnhof gelaufen. Das war wirklich, also wie so ein freakiger Tag vom Wetter. Aber ich meine, war am Ende ja alles schön gewesen. Ich habe auch eigentlich ganz positives Feedback von vielen Leuten bekommen, die fanden, also gerade diesen Part, wenn wir einfach nur da gesessen haben, gequatscht haben miteinander. Ja. So ein bisschen diese Stammtischmentalität an der Stelle. So dieses einfach mal Treffen, so wie man es bei Webmontagen hat, wie man es eben bei Barcamps natürlich auch hat. Also ist mal ein bisschen weg von der Bühne und hin halt eben zum, ist mal, kann wir am gemeinsamen großen Tisch hinsetzen, so wie bei irgendwelchen Familienfeiern, wenn die gut laufen natürlich. Also merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Aber Collaboration Tools fand ich eigentlich eine schöne Folge, fand ich lange überfällig. Ist zwar ein Nischenthema, glaube ich, wenn man jetzt nicht gerade beruflich in sowas arbeitet. Na, auch Vereine können sowas nutzen. Wobei da weniger, glaube ich, die Microsoft-Dinger an der Stelle. Ja, weniger. Aber zum Beispiel, ich habe in der Ladegruppe schon öfter mal erwähnt, wir haben halt einen Google Docs, Google Drive, wo halt alle Leute Stückvorschläge hochladen, wo teilweise hier Clips hochgeladen werden, Fotos ausgetauscht und so weiter. Das zählt ja auch schon als Collaboration Tool. Also ist eigentlich nur ein Cloud-Speicher. Ja, so relativ an der Stelle. Aber mehrere Leute arbeiten daran. Also Collaboration Tools ist eigentlich nochmal ein bisschen was anderes, da mehr so ein bisschen diesen Allrounder, der alles so etwas kann. Ich meine, Google Docs ist ja eigentlich erstmal nur ein Textverwaltung, ist ja eine Office-Anwendung eigentlich. Aber da sind wir ja in Folge Nummer 76 im Detail drauf eingegangen. Und in 77 im Oktober haben wir über Meta gesprochen, der Konzern hinter Facebook, der Zuckerberg-Konzern, die ja hauptsächlich ihre Metaverse an Anwendungen, wie heißt das Ding von Metaverse? Horizon, genau. Ja. Also die Horizontwelten übersetzt. Horizon Worlds. Haben wir da auch schon öfter mal gesagt in der Folge, will das neue Ready Player One Metaverse werden, aber eigentlich ist Fortnite eher auf dem Weg dahin, das zu werden. Ja, beziehungsweise Roblox geht ja in eine ganz gute Richtung. Gott, auch Minecraft geht ja eigentlich in so eine ähnliche Richtung. Also es wird wahrscheinlich viele parallele Sachen geben. Was aber ich meine, eine Metaverse-Folge hat man ja schon gemacht. Da sind wir einfach von Metaverse auf Meta. Also der das Facebook-betreibende Unternehmen. Genau. Und Facebook ändert sich ja auch ständig. Aber genau, das ist jetzt im Oktober gewesen, gar nicht mal so lange her. Genauso wie nichts langweiliger als die News von gestern. Letzten Monat das Fediverse, was natürlich angeboten hat. Danach der Twitter-Aufkauf durch Elon Musk. Einige nicht zwingend abgewandert sind, aber sich doch mal Mastodon als zweiter Standbein angeschaut haben, was wohl von allen Sachen da draußen Twitter noch am nächsten kommt. Als Alternative. Und zwei wichtige Hinweise. Zum einen, gegründet oder begründet die Technologie, es ist ja wirklich nur eine Software, ähnlich wie WordPress oder sowas, Mastodon, ist von einem Thüringer, einem Jenaer Programmierer namens Eugen Rochko. So mal für deutsche Erfindung an der Stelle. Ich finde das einfach, ich möchte es gerne mal sagen, weil es ist regional bei uns in der Nähe und kann man auch mal stolz drauf sein, dass von uns auch mal eine gute Idee kommt. Nicht immer nur alles im Silicon Valley erdacht wird, meine ich damit. In dem Fall war es das Jena Valley gewesen. Und wir haben schon 2017 bei den Online-Gasten über Mastodon gesprochen. Also wir waren zuerst da. Wir waren da die Hipster. Und weißt du, was ich 2017 versäumt habe? Was von der Bad Mastodon zu spielen?
Ah, es gibt eine Band, die Mastodon heißt. Da ich meine, Mastodon ist ja nur Englisch für ein Mammut ja, an der Stelle. Also, ja, ja, klar. Ist wahrscheinlich, dass es auch andere Gruppierungen gibt, so heißen. Aber dadurch, dass es jetzt eben so den Aufschwung erlebt hat, wollte ich das jetzt endlich mal nachholen. Und deswegen kommt es von Mastodon Blood and Thunder. Das war Blood and Thunder von Mastodon. Und im Hintergrund läuft weiter Kevin MacLeod Weihnachtsmusik. Deck the Halls B. Ja, und wir sind nicht wirklich bei dem Thema, bei einem Jahresrückblick der Online-Geister hier auf Radio Korax. Genau. Und was wäre ein Rückblick ohne einen Ausblick? An der Stelle zum einen natürlich aufs nächste Jahr, aber auch so ein paar generelle Trends. Da wollen wir einfach mal ein paar Mutmaßungen wagen. Ja, also Gewinner des Jahres haben wir eben schon erwähnt, ist Mastodon, hauptsächlich den Twitter-Umschwung. Ja, aktuell bei so um die 10 Millionen Nutzer, je nach Statistik an der Stelle. Deutlich mehr als noch vor einem halben Jahr. Ja, beziehungsweise deutlich mehr als wir damals drüber gesprochen haben. Ich glaube, ja, da waren sie noch weit unter 1 Million, aber da war das ja wirklich ein knappes Jahr überhaupt erst alt gewesen. Mastodon. Da war das komplett, also das ist jetzt... Ich meine, es auch schon 5 Jahre her. Ja. Wenn es jetzt erwähnt wurde, muss man es immer wieder neu erklären, weil einfach so viele Leute nicht wussten, was es eigentlich genau sein soll. Mhm. Aber ich finde, wir haben es in unserer Folge sehr gut gemacht. Na, an sich erstmal, also als wir damals vor 5 Jahren schon Mastodon erklärt haben. Und ich meine, im Laufe des Jahres sind wir ja auch ein, zwei Mal, ich glaube, bei irgendwelchen News oder sowas sind wir auch auf Mastodon wieder mit eingegangen. Ich sage nicht nur beim Fediverse, da hatten wir ja noch Mastodon ja, genau, auch mal ein bisschen das gesprochen. Ja. Genau, ja. Und das ist auch so ein Trend, den ich selbst beobachten kann, dass es halt eben so eine zunehmende Zersplitterung gibt. Ich hatte das zum Beispiel gerade heute erst einen Workshop für angehende Online-Marketing-Consultants geben dürfen. Und da war halt eben auch die Frage, so, was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich das bei Social Media, worauf muss man ein bisschen schauen? Und da habe ich auch immer, gerade wenn du halt eben Jüngere ansprechen möchtest, die letzte große Plattform, die es ja aktuell gibt, ist ja eigentlich TikTok, wo halt eben sehr viele aktiv sind. Aber das ist so, erstmal wirklich auch so eine zentrale Mainstream-Hype-Plattform. Aber daneben gibt es halt eben immer mehr Leute, die halt eben auf sonst was unterwegs sind. Also es, wie gesagt, nach Zielgruppen, nach Interessenssphären, wie auch immer, das zerfasert halt zunehmend. Na, jeder möchte da irgendwie reinschauen. Also der letzte große heiße Scheiß, den wir auch schon mal erwähnt haben, ohne eigene Folge, ist ja Be Real, wo du einmal am Tag bekommst ein 2-Minuten-Fenster, wo du ein Foto von dir machst, ein Foto von dem, was vor dir ist. Und das schickst du dann raus an die Welt, um zu zeigen, ey, du bist jetzt gerade echt unverstellt in deinem Alltag. Aber Be Real ist ja so 2022. Wir haben ja schon den Nachfolger von Be Real auch mal kurz mit besprochen. Das wäre ja Gas an der Stelle. Du behauptest, wir haben darüber gesprochen. Ich erinnere mich nicht. Doch, das war mal in irgendeinem Newsbereich. Wir müssen jetzt schauen, welche Folge exakt. Aber ich meine, es wird halt eben schon recht viel diskutiert über dieses und jenes. Ich meine, jeder möchte ja das, den nächsten TikTok-Killer, beziehungsweise früher Instagram oder was auch immer, Killer. Aber halt eben, so, ich sag mal, das letzte große, in Anführungsstrichen, einheitliche Social-Media-Ding war ja eigentlich Facebook wirklich gewesen im Sinne von, da waren ja wirklich gefühlt alle gewesen zu der Zeit. Aber das ist halt eben nicht mehr so. Also diese großen, allumspannenden Plattformen. Ja, das ist schon längst überholt, Facebook. Eher, also gut, Facebook sowieso, aber halt eben auch so diese großen, vereinheitlichten Plattformen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so nicht mehr mitkommen, weil auch einfach die jetzige Generationen merken, es ist halt, ja, es kommt, gibt halt eben auch sehr viele Nachteile, gerade bei den öffentlichen Sachen. Was ist gerade die Gegenbewegung ist, ist ja zum schön durchgestylten TikTok, E-Girl, Instagram-Model, auch komplett geschlechtsneutral, weil da gibt es auch genug, ja, egal, die sich die Kamera halten und perfekt zeigen, jetzt die Gegenbewegung, dass hier, ihr müsst nicht mehr perfekt zeigen, zeigt euch, wie ihr wirklich seid. Und vor kurzem hat ja das Oxford Dictionary, wie BBC berichtete, das Wort Goblin Mode zum Wort des Jahres gekürt. Oh, okay. Einfach zeigen. Ich hab da mal am Rand von gehört, ja. Ja, ja, das hat die Runde gemacht, wir haben im Seminarkurs drüber gesprochen, ob wir wissen, was Goblin Mode bedeutet, weil ich habe ein Seminar zur Internetlinguistik aktuell dieses Semester. Oh, cool. Ja. Ich werde meine Seminararbeit über den Twitch-Live-Chat schreiben. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich habe meine Masterarbeit damals unter anderem über Memes und Emojis mitschreiben, ja, genau, was auch cool war. Wir haben bestimmt auch noch kommen mit zum Seminar. Also wir haben hier sehr viel, ja, gucken, wie Leute kommunizieren im Internet. Das ist ja Sprache an sich. Und im Internet, genau, findet die Sprache statt, hauptsächlich. Und da reden die wir Sprache eben, ja, auch, ja, genau, auch extrem stark und viel schneller als die Jahrhunderte vor dem Internet. Und da ist eben Goblin Mode jetzt das Wort des Jahres. Zeig dich, wie du wirklich bist, verstell dich nicht, wie du zu Hause im Schlafanzug auf dem schmutzigen Bett liegst. Keine Ahnung, Handy in der Hand, Tüte Chips neben dir. Was ich aber genauso in dem Zusammenhang auch ändere, ist auch so ein weiterer Trend, den ich unter anderem mit beobachten durfte, dass halt immer mehr so AI-Sachen, also so mit KI-unterstützter Technologie gemacht wird. Zum Beispiel, das ist jetzt gerade auch so ein Trend, den ich bei ein paar Social-Media-Plattformen beobachten konnte, dass man halt mit KI-Unterstützung halt irgendwelche zum Beispiel bekannten Filme wie Star Wars oder sowas dann einfach nur mal von der KI neu zeichnen lässt.
Und dass man dann da teilweise sonst was für Darstellungen damit rauspumpt. Ich meine, das war ja vor, also jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt noch ein relativ aktuelles Thema, dass man so mit AI-Art ja. ein bisschen was mit hat. Und das gibt es natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Heiß diskutiert, ja. Genau. Na, also es hat eben immer mehr Unterstützung im Sinne von die KI nimmt einem dann so Arbeit ab, dass man halt eben nicht mehr selbst zeichnen muss, sondern es dann über die AI laufen lässt, für halt eben auch dann die Kommunikation nach außen. Gibt es auch mit AI, die Texte schreiben kann, das ist aber hauptsächlich Unterhaltung und nicht, ich erkenne da noch keinen wirklichen Nutzen. Es gibt für AI Art und so Tools in Bildbearbeitung, bestimmt auch bei Textverarbeitung, Dinge, die es hilfreicher machen, wie wenn Photoshop erkennt, dass hier ein Objekt zu Ende ist und das nächste anfängt auf dem Bild, da ist ganz praktisch, dass du nicht händisch nachzeichnen musst. Aber komplettes Bild über künstliche Intelligenz zeichnen lassen, da erkenne ich, das erkennt man auch jedes Mal, dass es irgendwie generiert ist. Mag sein, aber ich sehe vor allem den wirtschaftlichen Mehrwert im Sinne von sparst natürlich Personal ganz ein, viele Leute. Zeit ein. Schlimm wird das für Übersetzer. Da habe ich jetzt auch schon mal drüber gelesen, dass viele Unternehmen denken, hier, wir müssen ja keinen Übersetzer einstellen. Wir hauen das einfach in ein Übersetzungsprogramm. Künstliche Intelligenz ist inzwischen gut genug, um das zu übersetzen. Aber wenn du dann eine wirklich Übersetzung haben willst, die sich gut liest, die halbwegs wertig aussieht, brauchst du wieder jemanden, der das nochmal gegenliest, der dann meistens einfach einen Job hat, wenn er es einfach neu übersetzt und nicht das nochmal gerade schreibt. Ja, also ich muss sagen, ich gehe so ein bisschen mit, dass wahrscheinlich Übersetzer weniger werden, aber die werden dann wichtiger, die übrig bleiben. Also im Sinne von redaktionelle Überarbeitung. Dass man vielleicht wirklich sagt, okay, wir hauen es erstmal in DeepL oder sowas rein für so eine 0815 schnelle Übersetzung. Das sind ja auch immer diese klassischen Jobs, die ja schon früher dann ausgestorben sind, wie jetzt zum Beispiel Fabrikarbeit und sowas, die dann irgendwann durch Maschinen ersetzt wurden. Das ist jetzt einfach nur die Fortsetzung des Ganzen. Aber da merke ich halt schon, dass so dieser gesamte, also ich will nicht sagen AI, KI, das ist immer so ein bisschen missverständlich an der Stelle, aber eben mit Algorithmenunterstützung halt einfach, maschinelles Lernen und sowas. Das da haben wir auch schon eine Folge drüber gehabt und das ist, man muss wissen, wie es funktioniert, man muss wissen, wo man es gut einsetzt, man darf nicht alles einfach damit ersetzen, weil man denkt, ach, super, guck mal, klappt doch, bumm, machen wir jetzt. Wenn ihr mal einen kompletten KI-übersetzten Text haben möchtet oder in dem Fall transkribierten Text haben möchtet, schaut gerne mal bei onlinegast.com. Seit verschiedenen Folgen lassen wir auch über With AI als Tool unsere gesprochene Sprache dann halt transkribieren als Text. Funktioniert überraschend gut. Ja, aber es gibt halt eben immer noch auch Probleme, weil manchmal schleifen wir die Worte vielleicht auch zu sehr für das Programm. Das ist möglich. Aber genauso halt auch, wenn wir jetzt so bestimmte Begriffe haben, wie zum Beispiel Metaverse. Das wurde dann zur Metawurst von dem System. Ein anekdotisches Beispiel, wo ich AI-generierte Untertitel gesehen habe, dem letzten Trailer für den Mario-Film, Super Mario-Film, der rauskommt, sagt Mario an einer Stelle mit der Stimme von Chris Pratt, let's a go. Und YouTube automatisch generierte Untertitel machen daraus, that's a car. Das ist ein Auto. Da habe ich mich auch noch dran erinnert, da gab es mal, ich habe das mal, das war irgendein Star Trek-Video gewesen, wo dann auch irgendjemand gesagt hat, that's how the ancient Bajorans, also die alten Bajoraner, das war so der Deep Space Nine-Kosmos, gewesen. Und das wurde dann auch automatisch notiert mit The Ancient Virgins, die alten Jungfrauen. Wo man sagen muss, für die Klischees im Sci-Fi-Kontext, es hat mich zum Schmunzeln gebracht, aber es war natürlich auch, war blöde. Also ja, wenig miteinander zu tun. Aber Wörter sind, die AI aber, nicht kennen. Ja, es sind halt eben Fantasiebegriffe. Es ist einfach eine Volksbezeichnung aus der Science-Fiction. Also woher soll man es auch kennen? aber letzter Punkt, wo man gerade halt ja bei so AI etc. mit sind, also zunehmend Technologisierung, künstliche Kreationen. Ich meine, ihr habt ja vielleicht schon mal von diesem digitalen Model Michaela gehört. Die gibt es nämlich, gerne mal schauen, das können wir euch auch in die Shownotes mitpacken. Und hat eben auch, das hat eben zunehmend mit Filtern gearbeitet. Also ich würde aktuell auch wirklich eher sagen, also Metaverse kann vielleicht kommen, aber aktuell eher so im AR, Augmented Reality Bereich, dass man halt eben mit Filtern, die einem drüber gelegt werden, gibt es auch hier irgendwie Disneyfizierungsfilter fürs Gesicht und all so ein Spaß. Anime-Filter letztens die Runde gemacht in meinen Kreisen. Ich meine, gibt es da x Beispiele, da geht ja immer was durchs Dorf. Aber da merke ich halt auch, dass es etwas, was zunehmend stattfindet, was auch teilweise erschreckende Konsequenzen haben kann. Ich habe auch gehört von irgendwelchen Schönheitschirurgen, dass halt jetzt zunehmend junge Frauen zu denen kommen und einfach so hier mit Instagram gefotoshopptes Foto von sich und so möchte ich aussehen. Dann halt eben dastehen. Da passt jetzt auch gerade, dass die Musik ausgegangen ist. Es ist ja schon ein bisschen ernsthafteres Thema. Aber das sind halt auch so Trends, die man im Negativen zwar beobachten kann, aber generell, das hat eben immer mehr mit halt eben digitalen Filtern, mit einfach eben auch wieder Computerunterstützung läuft an der Stelle. Ja, wir sind jetzt sehr ins Quatschen gekommen.
Die Zeit ist fast zu Ende. Wir haben zu Beginn das Keksrezept von dem Weißgeist erwähnt. Deswegen das noch zum Abschluss, was schön weihnachtlich ist, dass ihr nachbacken könnt. Ihr habt ja noch einen Tag bis Heiligabend, wenn das hier ausgestrahlt wird. Bei der Wiederholung, ja, müsst ihr jetzt noch schnell einkaufen, solange die Geschäfte noch aufhaben. Geht aber. Das Rezept erklären wir euch jetzt nicht. Das Rezept ist... Erklären die Weißgeist. Erklären die Weißgeist. Bitteschön. Guck dich. Von den Weißgeist. Habt ihr gerade das Rezept gehört? Ich habe ein Alternativrezept. Wenn ihr das auch noch hören wollt, ist ein bisschen vanilliger. Kein Zuckerrübensirup und auch keine Eier. Und dann nächstes Jahr Haschbrownies von Tool. Wohin auch immer der Musiktrend geht. Genau. Habe ich schon was von Tool gehabt in Online-Reste? Ich glaube nämlich nicht. Die Lieder haben immer so lange. Die sind dann wird 2023 halt die Eröffnung dafür werden. Ja, genau. Vielleicht noch zwei Lieder, dafür eins von Tool. Genau. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Gebt uns euer Feedback zum. Danke für deine Cookies. Gebt uns Feedback für die Cookies. Welche fandet ihr besser, wenn ihr beide nachgebacken habt? Und ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten. Ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz wichtig natürlich, bleibt gesund und wohlauf. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch für euch. Und dann war es das für heute. Habe ich sehr gefreut, Christian. Mich auch, Tristan. Und bis zum nächsten Jahr. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.